So, jetzt kommen hier vorne gleich die Leute. Da oben war glaube ich auch noch einer. So, ich versuche es einfach mal. Ich versuche hier runter zu springen. Bis hierhin geschafft. Und dann hat es immer hier irgendwann angefangen. Abzustürzen. Okay, das war jetzt uncool. Kurz hier die Waffe wechseln wollen. Egal. Also ohne Spaß, ich sehe ja nichts. Aber es scheint den Bug auf jeden Fall gefixt zu haben. Das heißt, wenn ihr das auf dem PC spielen solltet und auch diesen Bug habt, dass ihr hier in dieser Mission einfach... Scheiße. Einfach nicht weiterkommt, weil das Spiel immer abstürzt. Einfach mal... Die Sichtweite runterstellen. Das scheint mir auf jeden Fall geholfen zu haben. Ich weiß nicht warum, es ist einfach ein Bug. Ach, da stehen ja unten welche. Ganz ehrlich, ihr Wichser. Du auch noch was haben? Komm, der gebe ich jetzt so. Okay. Ich werde das die ganze Mission jetzt auch mal so lassen, weil ich gar keinen Bock habe, dass das wieder irgendwo abstürzt. Weil ohne Spaß, ich habe jetzt bestimmt eine halbe Stunde einfach damit verbracht, diesen Fehler zu finden. Kann ich hier runterspringen, ohne zu sterben? Okay. Dann nehmen wir das Auto mal hier. Zum Glück habe ich nicht alle kaputt gemacht. Das wäre jetzt mies uncool gewesen, wenn ich hier hätte weglaufen müssen. So, und jetzt, wie geht's weiter? Okay. Jetzt, es hat geklappt, alles klar. Das können wir hier skippen, das ist schön. Ich bin ehrlich gesagt gerade ein bisschen genervt, dass diese Bugs immer wieder passieren. Also, es war bei GTA 4 gab es so einen Bug. Es gab bei The Lost in Damned einen anderen Bug, hatte ich glaube ich auch mal erzählt, dass man in der letzten oder vorletzten Mission musste auf so eine SMS von, ich glaube es war Jim, warten. Und die habe ich einfach nicht bekommen. Ich weiß bis heute nicht warum. Es war halt ein Bug. Keine Ahnung. Louis, shit, I've been looking for you. Listen, Tony, I got something to talk to you about. You remember that Ray Bulgarian guy? That Russian gangster? You think he'd lend us the money we need to get out of this shit? He's bad news. I hate to be the voice of reason here, but I don't think we need that kind of stress in our lives. Oh yeah, man, we already got it. I talked to him about some opportunities. It turns out the diamonds we bought were stolen off him in the first place. He cut that cook's head off, man. Long story short, he wants us dead. Poor old chef. What were you doing talking to these guys without me, Lou? I'm sorry, man. I fucked up. Kinda refreshing, though, for me to be the one getting us in shit for once. Don't you think? Yeah, a real relief. Ja, wie dem auch sei, es scheint jetzt so funktioniert zu haben, dass man die Sichtweite, und ich habe jetzt auch die Detaildistanz einfach runtergestellt, dass es damit irgendeinen Bug gibt, hatte ich früher nicht. Ich habe das auch schon mal auf dem PC durchgespielt und da gab es das auch nicht. Es ist vielleicht irgendein Patch, der mal dazugekommen ist, dass es jetzt auslöst. Ich weiß es nicht. Aber gut, so ist es. Brauche ich mich jetzt nicht weiter darüber aufregen. Nur falls ihr das gleiche habt, wisst ihr jetzt auf jeden Fall Bescheid. Und wir gucken mal, was Tony jetzt für uns hat. Okay, if we walk in confident, we have a good time. Okay. Hey, you on the list? Yes. No. Yes. No. Then you're not coming in. Oh, wait a minute, man. We're relatively important people. We're going in, bro. I don't give a fuck who you think you are. You're not coming in. Come on, man. I'm a VIP. We come here all the time. Hey, Des. Hey, man. Tony? I ain't seen him.
Hey, man! Luis! Bro, can you get us in? Hey, Brucey. Yeah, sure. Jesse, take care of them. Thanks, man! Okay, keep it cool. Keep it cool. Man, I'm going to see some vagina tonight! You walked in with one, bro. What? Never mind, man. Hey! So I'm going to go get the drinks! Okay! Good seeing you guys, man. I gotta take care of something. Hey, wait, listen. Can I just say something, man? Listen, can I just say the way you dealt with Bori, man, that was really great. Thank you. Hey, don't mention it, man. Unless you want me to kill him. Maybe. Hey, listen, you know you're a shot like me. That's right. You're like a lone wolf. An adventurer. Tough butt. With a sensitive side. Not really, bro. I like killing for money. Yes, yes, I know, but that's just your thing, man. What's your problem, what? Man? Nothing. I didn't mean nothing by it. I'm not gay. It's cool, man. Just don't do it again, hey, man. Hey, look, I fucked 3 girls last night, man. One of them can't even walk. I mean, now. She could walk before. She didn't need a wheelchair or anything. Look, I was just checking to make sure you weren't gay, bro. No, not a problem, man. I gotta go. Hey, listen. Hey, Luis. Come on, man. We gotta go. Let's go. Alright, man, peace out, bro! Thank God you showed up, bro. What? I never thought seeing you would make things feel more heterosexual. I'm gonna pretend I didn't hear that, sweetheart. Yeah, it's probably best. Take us over to the fish market. What's happening, Pete? We're getting Gracie back. She's coming home. You mean taking her back? Or this gonna be tranquilo? God, I hope so. They're getting the diamonds for her, so they better behave. Shit. Wait a sec. Slow up, man. What have the diamonds got to do with Gracie? What the fuck have we got to do with Gracie? Shouldn't her old man be handling this? Apparently, the kidnappers have asked for these rocks, and we aren't being given much of a choice about it, if you catch my meaning. Oh, great. Angry monsters, kidnappers, maniacs. Sounds like another fun day. Ja, wir spielen ja jetzt im Prinzip die Mission. Leider mal. Wir haben es ja schon mal in GTA 4 eins zu eins die gleiche Mission gehabt. Nur halt aus der Sicht von Nico und Peggy. Und ja, viel mehr gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ich muss halt sagen, ich bin dann langsam auch froh, wenn wir es durch haben. Also gerade die Storyline nochmal aus The Lost und Damned zu sehen, war halt echt cool, muss ich sagen. Weil es auch nochmal so andere Blickwinkel waren. Genauso wie es jetzt auch bei The Ballad of Gay Tony war. Aber ich finde, das zieht sich jetzt zum Ende hin doch relativ lang. Und ich will fast sagen mühselig. Und vor allem, was mich eigentlich am meisten stört, sind diese Bugs, die ich so von früher irgendwie nicht kannte. Vielleicht gab es sie nicht, vielleicht hat sich irgendwas geändert, ich weiß es nicht. We need to get over to Charge Island, Luis. They're expecting us to dock there. Aber ich hoffe einfach mal, dass es jetzt, zumindest in den letzten Missionen, nicht mehr solche Bugs gibt, die man einfach... Da kannst du ja nichts machen, also es gehört ja zur Hauptstory mit dazu. He's got some serious resources. Maybe we should think about handing him over. We got 2 options, Lou. Either we give them to the Russian and Ancelotti kills us, or we give them over to the kidnappers. Gracie lives, or we take our chances with the Russian. All right, man. Sounds like you got everything figured out. I got nothing figured out. Half the city wants to kill me, but they'll be lucky if they can get a chance before I die of a heart attack. Easy, though. Last chance, D. So you want to hand this stuff over? Sure, I'm sure. Father's gonna kill us if we don't.
Yeah, it makes it nice and simple. Yeah, lends a lot of clarity to my thinking. Gracie, you all right? Daddy? The bastard didn't hurt you, did they? She can't speak. We got a gag in her mouth. Give her back, you animals. She suffered enough. Hand over the stuff. Hand over Gracie. I'm here for you, sweetie. Hand over the fucking stuff. All right, calm down, both of you. Oye, we put the ice in the middle, we walk back. Then you send over the girl. We leave, and you pick up the stuff. Entiende? Sure. Show us the goods. Come back to me, honey. Let her go. Fucking Tom off our boat! Hey, I'm trying, okay? Tony, you're fucking pathetic! Get the motherfucker off of our boat! He can't hear you, babe. Don't sit in a world of his own. Motherfuckers! Whoa! Someone tell Grace to chill the fuck out! I want you to make this prick fucking suffer! Feed him into the rotor! Hey, we ain't getting into no wood chipper shit out here, bitch! Chill! Give me a fucking gun! Give me a motherfucking iron! Those fucks kidnapped me and you did nothing! How many of those things did I take? That motherfucker's on our boat! Fucking pop him! Dann mach jetzt mal unten Spaß, wie lange hält denn der hinten fest? Get those assholes who kidnapped me. Pussy, you're a bodyguard, aren't you? Go back and kill them for me. Na, aber wie scheiße sein jetzt gerade die 10 hat Bus. Junge, wie viele Leute wir umgebracht haben und er schießt einfach vorbei. Bei diesem einen Typen von, ich weiß jetzt nicht wer das war, Bulgarin oder so. Jo, hat er die gerade Knockout geschlagen oder was? She don't got a mouth like a lady, Tom. What's happening? You got Gracie back safe and sound, Tom. I hope she was worth $2 million. You hit her, right? She had a boating accident. Make sure her old man understands that. I don't want to see her again. Okay, sailor. So long. Ja, Abschüttelzeit. Was war denn davor gegeben? 7 Sekunden? Was? Ich hab das doch versucht, das ging nicht. Scheiß drauf. Immerhin 5k bekommen. Ja, hier ist halt wieder so, ne, wir haben so viel Geld und wissen eigentlich gar nicht mehr, wohin damit. Das war bei der Lost in Land halt auch noch so ganz cool eigentlich, dass man da echt wenig Geld bekommen hat und zusehen musste, wie man da an seine Munition kommt, aber das ist hier halt wieder anders, weil ich weiß nicht, hier bekommen wir auch gefühlt viel mehr Munition, liegen überall Schutzwesten rum. Also in jeder Mission, hier hast du kein Problem damit. Das war bei der Lost in Damned irgendwie komplett anders. Das muss ich sagen, das war da auch nochmal ein Stück. Eine andere Erfahrung, will ich mal sagen. Ja, wir bestellen uns einfach nochmal ein Auto hier. Scheiß drauf. Ein Riga-Fahrzeug. Ist irgendwas Neues? Nee. Den finde ich eigentlich ganz cool. Den
F620, der fetzte Mann. Hey, H-Man, I'm kinda in a rush. I need an F620. There any way you could bring me one? Sure thing, El. It's gonna be good to get away from Armando. He gets kinda clingy. Ja, jetzt gucke ich gerade. Wir haben nichts mehr zu tun, gar nichts. Also, na klar, die Drogendeals und die Fallschirmsprünge könnte man machen. Oder Käfigkämpfe, aber. Jo, wolltest du mich hier überfahren oder was? Aber ansonsten sind wir out of Mission. Ah, was ist Bulgarien? Perfekt. Okay. Was wir jetzt aber nochmal machen werden, da wir sowieso genug Geld haben, ist den Waffenband bestellen. Uns nochmal komplett ausrüsten. Weil ich glaube, wir sind jetzt kurz vorm Ende der Story. Also wenn wir da jetzt die Folge, ich weiß nicht, wie ich es am Ende zusammenschneiden werde, weil halt zwischendurch auch das Spiel mehrmals abgestürzt ist. Was halt ein bisschen ärgerlich war, der ist echt drunter, okay. Aber das werde ich dann im Schnitt sehen. Ich muss auch gucken, dass da die Audiospur nicht irgendwie komplett abgeschissen sind, weil das passiert dann auch gerne mal, wenn das Spiel abstürzt, dass das dann asynchron wird. Tony. No. Fuck, Lou, have you heard? That our lives are falling apart? No. Yes. No. Sort of. The city's closed down the clubs. You serious? Those motherfuckers. All this fucking bullshit, and we forgot to pay off the Citadel. Shit, D. Maybe this is a good thing. At least we can concentrate on getting off every gangster's hit list. We better do it quick. There's no more money coming in. It's only gonna get worse for us. Fuck me, I need some blow. There he be. Step right up and see this shit. This will get your dick hard. Oh yeah, bro. I can't thank you enough. So, zeig mal her. Munition. Ich nehme einfach davon noch ein bisschen was mit. Auch wenn wir es jetzt wahrscheinlich oder hoffentlich nicht brauchen werden. Hier machen wir nochmal. Fast voll, ich glaube 1200 Schuss. Ach, wir machen einfach komplett voll, ist scheißegal. Mal was. Was für eine Waffe haben wir? Präzisionsgewehr haben wir jetzt auch voll. Wie war denn das hier? X war Explosionsmunition. Ach, Rückklasse war das auch. Perfekt. Gut. Achso, ich glaube, weil wir die haben, können wir keine Munition für die M4 besorgen. Okay, das haut hin. Schutzweste nehmen wir nochmal eine mit, komplett. Ja, Raketenwerfer. Ja, ganz ehrlich, brauchen wir nicht, ne? Können wir auch voll machen. Luftbomben. 800, das ist auch geisteskrank. Den können wir, glaube ich, nicht holen, weil der das Gegenstück zum Raketenwerfer ist. Oder zu den Haftbomben, weiß ich jetzt nicht. Der Fallschirm brauchen wir jetzt nicht. Okay. Ich würde sagen, das war's dann. Das ist sowas, ich mich wundere, hier oben dieser. Ah, sieht man jetzt nicht. Da ist noch so ein freier Platz. Das ist, glaube ich, die goldene MP von Yusuf. Bin ich mir ziemlich sicher. Die haben wir nicht freigeschaltet. Ich weiß aber nicht warum. Okay, das reicht erstmal. Wir haben jetzt fast 40k für die Waffen ausgegeben und die Munition. Okay. So, und jetzt sind wir halt dann zum Punkt, wo ich nicht weiß, wen muss man anrufen? Mr. Bulgarin? Mit dem hatten wir ja gerade so ein kleines Gespräch. Ja, okay, er geht nicht ran. Im Prinzip dann nur noch Tony. Ja. Das ist jetzt dieser Punkt, wo ich halt nicht weiß, muss man jetzt einfach warten, ist das jetzt wieder ein Bug? Weil
Das Problem hatte ich schon bei Lost and Damned, dass ich dann. Es muss dann wahrscheinlich auch die letzte Mission gewesen sein. Dass ich dann keine Nachricht, keinen Anruf, kein gar nichts bekommen habe. Und die Story einfach nicht weitergeht. Und das ist sowas, was ich nicht verstehe, warum sowas nicht gefixt wird. Ich meine, das Spiel ist jetzt, das habe ich letztes Mal gesagt, über 15 Jahre draußen. Ich glaube GTA 4, 16, 17 Jahre und die beiden Erweiterungen kamen ja dann ein Jahr später. So muss man sich mal überlegen, dass es immer solche Bugs gibt, wo du die Story einfach nicht weiterspielen kannst. Weil es, was weiß ich, was da passiert. Okay, Rocco ruft uns das an. Possibly have to say that I'd want to hear, Rock. Time to face the facts, Jack. Frankly, you're fucked. There's a rich Russian having a powwow with the old man about you and the fag. FYI, they ain't talking about handing you a special commendation. Well, what the fuck are me and Toe supposed to do about that? Let's leave the homo out of this for a minute. Meet me and Uncle Vincenzo in the public toilets in Middle Park. We gotta talk in person. Okay, vielleicht hätte ich jetzt gerade auch Rocco anrufen können oder müssen. Das hätte vielleicht was geändert, aber okay, es geht auf jeden Fall weiter. Da bin ich schon mal sehr beruhigt, dass wir jetzt nicht hier noch irgendwie stundenlang rumfahren müssen. Weil bei Lost in Land habe ich bestimmt, also es waren locker eine Stunde, vielleicht auch anderthalb Stunden, wo ich einfach nur rumgefahren bin. Ich habe, glaube ich, zwischendurch noch so ein paar Aktivitäten mit Jim gemacht, aber ja, es hat auf jeden Fall am Endeffekt funktioniert. Komme ich jetzt am besten zu dem. Hier reinfahren. Sollte man wahrscheinlich nicht machen, ich mache es jetzt trotzdem. Bei den Toiletten im Mittelpark, da waren wir doch sogar mit Nico schon mal. Mr. Bulgari. Ray, listen. You fuck with me, Luis! No, no, not at all. That's how things seem. But trust me, that wasn't my intention. You fuck with me! And now, I'm going to fuck with you, you little cunt! You are dead! 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 You understand? No. Could you say it again, please? Fuck you! I'm still not getting it. What about a third time? Cunt! Bye. Aber Louis sieht das auch alles sehr locker, ne? Das finde ich auch nice.